meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Ich habe euch wieder eine Woche lang dabei gehabt, um euch zu zeigen, was ich so gegessen habe. Und noch eine Sache, die ich euch heute sagen muss. Ab dieser Woche kommen samstags wieder Re-Uploads und das wäre ein zweites Food Diary. Die Food Diaries von meinem Hauptkanal wandern hierher und ich fange natürlich bei eins an, das ist von 2013, das ist vielleicht auch ganz interessant für euch. Nicht, dass ihr euch wundert, diese Woche zwei Food Diaries, das wäre ein neues und ein altes ab dieser Woche und ich würde jetzt sagen, nicht viel Blabla, wir legen einfach los. Guten Morgen zum ersten Food Diary in diesem Jahr. Wir fangen wieder mit einem Chai-Tee an aus Kakaoschalen, Vanille und so weiter von DM und meinem Wasserkefir. Und ich habe leider noch keine Kurkuma-Kapseln gemacht und Sangokale habe ich keine mehr da. Einer Gerstengras-Kapsel, auch selber gemacht. Mein erstes richtiges Essen in diesem Jahr: Hirsesalat, gemacht wie so Bulgursalat. Also wie gesagt, nur mit Hirse und alles mögliche drin. So. Auch der fermentierte Brokkoli, den ich gemacht habe. Dann ein paar Sprossen. Dann mein Tzatziki. Und ich freue mich. Und da gibt es noch Kefir. Ist ziemlich rot geworden, ne? Bei mir gibt es Sandwich. Einmal mit Mayo und Essiggurken. Dann nochmal. Und mit einer halben Avocado. Und ein Glas Wasser. So, guten Morgen. Es gibt einen Fencheltee und meinen Kefir und meine Kapsel. Gibt es seit längerem mal wieder schön saure Bohnen. Da gibt es auf meinem Hauptkanal gibt's ein Rezept für saure Linsen. Das ist aber genau das gleiche. Mit schönen Nudeln. Heute Abend gibt es bei mir eine kleine Brotzeit. Zwei Brot mit Mayo. Und Essiggurke und Paprika und dazu ein bisschen Tomate und Peperoni und ein Wasser. Guten Morgen, mein Kefir wieder, ne? Dann hier Tee, kein Stress. Und eine Gerstengraskapsel. Kein Food Diary ohne Spaghetti, gell? Das ist mein selbstgemachter Cashewkäse und schön Tomatensauce. Und Spaghetti, das sind einfach meine Lieblingsnudeln. Scheißegal, Spaghetti über alles. Ich experimentiere gerade mit fermentiertem Gemüse. Das in der Mitte ist voll geil, das ist fermentierter Brokkoli. Da sind fermentierte Zwiebeln drauf auf dem Alsanbrot. Und hier haben wir Senfbrot mit selbstgemachten fermentierten Sauerkraut. Guten Morgen. Heute gibt es einen Tee, der war mal in der Lucky Vegan Box, in meiner vorletzten, Tulsi irgendwas. Und dazu mein Wasserkefir und einmal Gerstengras. Ich habe immer noch keine Kurkuma-Kapseln gemacht. Oh. So, Mittagessen, Suppe, Gemüse, schönen Kartoffeln wieder Einlage, Rosenkohl, Pilze, Karotten. Dann auch Maggi-Kraut. Wer kennt Maggi-Kraut, schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Und ja, bei mir gibt es gekochten Dinkel. Das ist Urkorn-Dinkel. Hatte ich in der Lucky Vegan Box. Kenne ich so nicht. Sieht jetzt nicht so attraktiv aus, aber esse ich jetzt mit Banane. Guten Morgen, es gibt wieder Gerstengras. Meinen Wasserkefir, dazu gibt es ein Video auf meinem Kanal, falls du das noch nicht gesehen hast. Und einen Kräutertee. Es gibt wieder Kartoffeln bei mir und Chicorée-Salat. Ganz normal Kartoffeln, angebraten mit schönen Zwiebeln, schön braun, lecker. Ich habe mir Frischkäse selber gemacht, also fermentiert. Und ja, total super geworden. Ich bin total baff. Das ist mein erstes Brot damit. Das ist aus Cashew. Die Cashews habe ich in Wasser eingelegt. Dazu habe ich so fermentiertes Wasser genommen. Und dazu trinke ich jetzt ein Saftschorle. Er hatte echt schon lange keine Kichererbsen mehr, oder? Das Ganze ist mit Gurke und Tomate und Zwiebel und Granatapfel, Granatapfelsirup.
Ich habe einfach alles reingeworfen, was ich so gefunden habe. Sprossen, dann Tahini habe ich drin, bisschen Essig, und Brötchen. Und irgendwie schmeckt es schon ganz gut. Ja, ist mir gut gelungen. Guten Morgen, heute am Feiertag frühstücke ich erstmal noch nicht. Kein Hunger. Gibt aber eine Kapsel, und zwar eine Gerstengras-Kapsel und meinen selbstgemachten Wasserkefir. Zum Mittagessen gibt es bei mir eine Mohnseele. Dann gibt es selbstgemachte Curry-Tomatensuppe und ein Glas Kefir. Bei mir gibt es jetzt ein Dinkelbrötchen mit einem selbstgemachten Käse. Guten Morgen! Ich frühstücke heute mal wieder. Heute gibt es eine Mohnseele mit Alsan und Wasserkefir. Und Kaffee gibt es hoffentlich auch gleich. Und hier ist K2 und Vitamin D3. Jetzt gibt es bei mir ein bisschen Brot mit meinem Streichkäse aus Cashew. Und das schmeckt jetzt gerade noch besser, muss ich ehrlich sagen. Ich habe eine Maultaschen gekauft und die dann natürlich auch angebraten mit ein bisschen Kartoffel zusammen und Zwiebel. Und dazu gibt es für mich einfach rohe Gurke. Und was zum Trinken natürlich, Saftschorle. Der Frischkäse, den ich da fermentiert habe, hey Leute, das hat mich einfach total umgehauen, dass sowas überhaupt möglich ist. Also es hat mich stark an Philadelphia erinnert, stark. Also schmeckt wie sehr Simply Wee Käse. Ja, bloß günstiger. Das ist richtig krass. Ich werde das jetzt auf jeden Fall noch mit anderen Nusssorten probieren. Ich hab's mal auch mit Mandel hinbekommen, also Mandelcashew. Und wenn man das so ein bisschen mischt, probiere ich aus, definitiv, weil das hat echt gut geschmeckt. Ich bin echt total baff, total, was alles möglich ist. Ich melde mich an der Stelle mal wieder ab. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Denkt daran, diese Woche gibt's ein zweites Food Diary, ein Re-Upload am Samstag. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Abo nicht vergessen, gell? Ich wünsche dir was und wir sehen uns beim nächsten Video.